bin Isi von Tintenwelten und ich habe heute eine neue Rezension für euch. Und zwar geht es nämlich um folgendes Rezensionsexemplar von Jennifer L. Armentrout, Brave, eine Liebe zwischen Licht und Dunkelheit. Das ist der dritte und finale Band, also es könnte sein, dass es vielleicht zu dem einen oder anderen Spoiler aus dem ersten oder zweiten Band kommen könnte. Ich denke, das lässt sich vielleicht nicht vermeiden, in Anbetracht dessen, dass es halt eben eine Fortsetzung ist. Falls ihr das noch nicht gelesen habt und noch lesen wollt, dann würde ich euch meine Rezension zum ersten oder halt eben zweiten Band empfehlen, die auch auf meinem Kanal online ist und die ich euch natürlich in der Infobox verlinken werde. Dieses Buch hier hat 446 Seiten, es hat 4 Sterne von mir bekommen und es geht hier um unsere Welt, die von Fae bedroht wird. Fae sind wunderschöne Wesen aus der Anderwelt, die ziemlich lange leben können, wenn sie sich von Menschen nähren. Sie können Menschen außerdem manipulieren und ihrem Willen unterwerfen und sind generell halt keine besonders gutartigen Wesen. Menschen gelten für sie eigentlich eher wie Vieh und dienen halt ihrer Ernährung oder halt eben dafür, Dinge für sie zu erledigen. Und um das zu verhindern, wurde eine Organisation gegründet, die sich halt eben zum Ziel gemacht hat, die Fae entweder zu töten oder sie zurück in die Anderwelt zu schicken, wo sie eben hergekommen sind. Und außerdem gibt es auch Portale, die in die Anderwelt führen oder halt von der Anderwelt in unsere Welt. Und diese Portale wurden verschlossen und es gilt natürlich auch, diese Portale zu bewachen und eben zu verhindern, dass irgendein Fae daraus in unsere Welt kommen kann. Es gibt auch eine Spezialeinheit dieser Organisation, das ist die sogenannte Elite. Und dieser Elite gehört Ren an, das ist der männliche Protagonist und er kommt neu in die Stadt und lernt dort eben Ivy kennen, die bei der Organisation arbeitet und am Anfang ist sie halt sehr, sehr verschlossen, denn in ihrer Vergangenheit ist einiges passiert. Sie hat einige schlimme Dinge erlebt und einige Menschen verloren, die ihr halt sehr wichtig waren. Deshalb hat sie halt bis dato niemanden mehr an sich rangelassen. Das ändert sich dann aber, als sie eben Ren kennenlernt, denn er ist total attraktiv und total sympathisch und die Funken sprühen gewaltig zwischen den beiden. Das Ganze ist halt eben, sagen wir mal, ein Mix aus Fantasy und Erotik, wobei im ersten Band halt Erotik ganz klar vorne war. Im zweiten Band nicht mehr so, dafür kommt es aber im dritten Band umso dicker, also einige erotische Szenen. Was ich halt im ersten Band bemängelt hatte, war, dass diese erotischen Szenen einfach zu den unpassendsten Gelegenheiten kamen. Also auch wenn ein großer Kampf bevorstand oder wenn irgendwas eigentlich viel wichtiger jetzt im Moment gewesen wäre, fühlen sich die beiden halt zueinander hingezogen und denken an nichts anderes, als sich möglichst nahe zu kommen. Das war im dritten Band teilweise auch so. Teilweise war es dann aber auch wieder nachvollziehbar angesichts der Umstände. Also es hat mich hier auf jeden Fall jetzt nicht so sehr gestört wie im ersten Band. Außerdem muss ich sagen, dass dieses Buch hier auch wirklich sehr, sehr spannend ist, von der ersten bis zur letzten Seite. Es kommt zu einigen Wendungen und Überraschungen, mit denen man absolut nicht gerechnet hätte. Ich zumindest nicht. Und das fand ich auf jeden Fall ziemlich cool, dass das Buch einen halt eben auch oft noch überraschen konnte. Man hat irgendwie trotzdem gar nicht so krass viel über diese Fantasy-Elemente erfahren im Verlauf der ganzen Trilogie. Ich hätte mir schon irgendwie ein bisschen mehr Hintergrundwissen und irgendwie ein bisschen mehr Fantasy noch erwartet oder erhofft. Ich finde aber dennoch, dass das Buch ein würdiges Finale für diese Reihe ist, denn ja, es passte halt eben auch einfach zu den ersten beiden Teilen. Ich finde dieses Buch hier auf jeden Fall am besten von den dreien. Es sind halt eben nochmal einige Charaktere auch dazugekommen, die sehr, sehr interessant und spannend waren, die man dann auch sehr in sein Herz geschlossen hat. Mein absoluter Lieblingscharakter in dieser Trilogie ist und bleibt auf jeden Fall Tink. Das ist der Mitbewohner von Ivy, der total zuckersüß ist. Also ich möchte zudem eigentlich gar nicht zu viel verraten. Es kam ja dann auch ihm bezüglich im zweiten Band halt irgendwie so zu einer krassen Überraschung, mit der weder der Leser noch Ivy selber gerechnet hätte. Und ja, ich hätte echt einfach gerne noch viel, viel mehr über den erfahren. Er ist halt ein richtig, richtig cooler Charakter, richtig liebenswürdig und einfach nur total crazy drauf immer. Und ja, er ist immer so ein bisschen überdreht, aber einfach nur total witzig. Und ich finde es richtig cool. Also ihn mag ich wirklich am allerliebsten. Und ja, er ist einfach goldig.
Ich muss sagen, dass auch jetzt in diesem Band ist mir eigentlich ja leider Ivy mit am unsympathischsten. Also, ich meine, ich kann jetzt so ihre Gefühlsregung schon nachvollziehen, denn sie wurde ja am Ende von Band 2 befreit und hat da einige Traumata erlitten in dem zweiten Band. Und die gilt es jetzt erstmal zu verarbeiten. Und ich verstehe schon, dass sie das Ganze in sich reinfrisst und keine Schwäche zugeben möchte und halt eben auch nicht wahrhaben will, dass sie das Ganze wirklich so sehr mitnimmt, dass eben nicht alles in Ordnung ist, wie sie immer wieder sagt. Aber sie blockt einfach total ab. Sie lässt sich einfach, sie will sich nicht helfen lassen irgendwie. Dann muss ich sagen, dass mir Ren wirklich echt leid tat, weil er gibt wirklich alles, um es gut zu machen und um es richtig zu machen und um ihr zu helfen. Man muss trotz allem halt sagen, dass Ivy im Verlauf dieser Trilogie echt eine große Entwicklung eigentlich durchmacht. Wie gesagt, es gab andere Charaktere, die ich richtig, richtig toll fand. Tink, Ren fand ich auch sehr, sehr spannend. Und dann eben auch zum Beispiel den Prinzen. Und was da noch so alles rauskommt hier in diesem Buch, das ist auf jeden Fall richtig spannend, richtig krass. Wie gesagt, einige Wendungen, die man nicht erwartet hätte. Und ja, der Schreibstil ist locker leicht, leicht zu lesen, schnell zu lesen und macht auf jeden Fall Spaß. Wie gesagt, das ist das für mich das beste Buch. Es ist super spannend. Dieses Buch ist auch teilweise schon ein bisschen blutig und brutal und auch ein bisschen gruselig teilweise und creepy, muss man sagen. Aber das ist halt dann irgendwie mal was anderes. Also es steigert sich halt vom ersten bis zum letzten Band, was die Spannung betrifft, was die Intensität der Kämpfe angeht, würde ich sagen. Und das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Außerdem finde ich auch das Ende, so wie es ist, ziemlich schön, auch wenn doch einige Fragen noch offen bleiben, beziehungsweise es könnte schon vielleicht irgendwann nochmal weitergehen. Wie gesagt, ein würdiges Ende. Mir hat es gefallen, mich hat es unterhalten und ich hoffe, dass euch die Rezension gefallen hat. Falls ihr das schon gelesen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!